So, Soul Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 4 Zeit für Freunde. Ja, morgen heiraten wir also ist so geplant, so. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt die Nägel mit Köpfen. Wir haben alles geplant, alles ist im Vorfeld perfekt, also können wir auch heiraten. Ich meine, natürlich, wenn du noch willst. Nicht, dass du dir plötzlich. Na, natürlich will ich noch, hallo. Ich habe ja nur nochmal nachgefragt. Nicht, dass ich das Datum verpenne oder so. Ich meine, das müssen wir uns im Kalender ankreuzen für immer und nicht vergessen und so. Ach, das ist nicht so schlimm, wenn man das mal nur meinem Tag vergisst. Ich mache mir nicht solche Gedanken um sowas. Hauptsache, die Liebe stimmt. Die Liebe ist sehr wichtig. Okay. Glitch. Was ist los? 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 Was denn? Okay, wir mit Thorsten plaudern weiterhin. Alles klar. Ich war mal so frei, weil Thorsten ja recht viel Sport gemacht hat in letzter Zeit und viel im Fitnessstudio. Hallöchen. Das ist ja schon mal hier. Das ist ja außerehelich, unverschämt. Nein, Scherz. War ich mal so frei, ihm das bisschen Bäuchlein, was wir ihm ja gegeben haben. Das kann man jetzt so schlecht sehen. Hört mal auf rumzumachen. Ihm ein bisschen wieder so wegzunehmen, weil er hat ja extra jetzt auch gerade so für die Hochzeit das alle drum und dran ein bisschen trainiert. Danach lässt er sich dann wieder gehen vielleicht, was weiß ich nicht was. Das sieht man ja. Das Glas müffelt. Dann kann Mikesh das ja mal gerade aufräumen gehen hier. Und Thorsten, bei dir wechseln wir mal die Alltagskleidung. Und so viele Leute haben geschrieben, oh mein Gott, der sieht aus wie David Garrett. Es stimmt, er sieht aus wie David Garrett, oder? Er sieht aus wie David Garrett. Oh, crap, was habe ich getan? Oh. Naja. Das ist ja nichts Schlechtes, sieht ja gut aus. Wenigstens auch nicht so eine Hohlfritte, die. Ach, ich sag mal lieber nichts zu dem Thema. Gut. Hochzeitsvorbereitungen. Wir haben die Kapelle und ein paar haben sich beschwert, nee, die sieht so amerikanisch aus, die Kapelle. Na und? Mir doch egal. Ich finde, die sieht geil aus und da brauchst du nicht immer hundertprozentig deutschen Stil haben, nur weil Windberg so deutsch aussieht. Was läuft da? Aber was ist das? Wer ist. Ich wünschte mir, diese Clowns-Kostüme, Sims könnten die nicht einfach so tragen. Ich wünschte mir, man könnte es ausschalten. Also wir haben, was Brautmode angeht, haben wir alles. Das haben wir auch hier in unserem Brautmodeladen, der nebenbei bemerkt einfach unglaublich toll aussieht, gekauft. Ich überlege gerade, freundesmäßig können wir auch wieder alle einladen, die uns wichtig sind. Mikesh ist klar, Theodore ist klar, Yuki, Jacob, Moe, Sarah, Marvin. Wir könnten Moe und könnten ja vielleicht, weil sie ja nur auf Bekannte. Ich weiß nicht, ich hätte gerne das. Gott, Svenja läuft auch schon wieder als Würstchen rum. Lasst mich mal gerade nach einem Cheatcode gucken für Gruppenpunkte, ob es die auch gibt. Manchmal gibt es ja sowas, dass man auch Cheatcodes für Gruppenpunkte hat. Ich hätte gerne die Gruppe so erweitert, dass wir Moe und Marvin mit reinnehmen können, weil die gehören halt eigentlich voll so dazu. Die gehören halt eigentlich voll dazu zu unserer Gruppe. Jobs, Moodlets, Pregnancy Cheats, Relationship Cheats. Trade Sheets, Perk Points, Customer, Manage, Sim Perk und Get to Work. Dine Out, Get to Work, Cheats, More Cheats, Satisfaction Points, Spawn the Sim, Death Tool. Anscheinend gibt es keinen Cheat für Gruppenpunkte. Dann müsste man mehr Gruppenaktivitäten machen. Wir könnten ja heute nochmal zusammen weggehen und Gruppenaktivitäten machen. Wir kennen Sven ja auch überhaupt nicht. Das ist irgendwie voll doof. Ich geh mal gerade gucken. Sims 4 Gruppenpunkte Cheat. Ob es das gibt. Erweiterungspack. Simfans Cheats, Zeit für Freunde, Dancing. Nein, anscheinend nicht. Also zumindest nicht auf deutschen Seiten. Das sieht nicht danach aus. Wahrscheinlich gibt es einen, aber den kennt noch keiner. Guck mal gerade, ob es bei The Menschen noch gibt. Wenn die den nicht wissen, wenn die den Cheatcode nicht kennen, gibt es ihn nicht. Dann existiert er nicht, das ist immer so.
Cheats. Inoffizielle Profi-Cheats. Cheats. Okay, das ist gar nicht auf der Seite. Alter, die Seite hat sich aber auch ganz schön zerklattert. Die war früher irgendwie immer übersichtlicher. Jetzt kommt einem so ständig so riesengroße Pop-Up-Zeug ins Gesicht. Das finde ich nicht gut. Testing-Cheats, Reset-Cheats, Objekte vergrößern, zusätzliche, bla, Spielverlauf, sonstiges Spielverlauf, Foto, Film, Motherload. Gott, das sind welche, die kenne ich alle teilweise gar nicht. Spawn simple, lässt die Anzahl neu generierter Sim erscheinen. Wahnsinn, da sind welche dabei, die kenne ich alle gar nicht. Ich gehe mal einfach Gruppe ein. Das ist aber dann nichts, wie es aussieht. Meilensteinpunkte, Punkte, Satisfaction Points gibt es nur. Na Mann, das bedeutet, wir müssen unbedingt eine Gruppenversammlung starten. Dann könnten wir eine Gruppenversammlung starten und das machen wir dann hier zu Hause einfach. Und Gruppenpunkte sammeln konnten wir über freundliche Interaktionen. Und tanzen. Na, dann machen wir einfach mal extrem freundliche Interaktionen miteinander. Und so viele Gruppenpunkte zu sammeln wie nur möglich, damit wir eben in der Lage sind, unsere lieben netten Marvin und Maui Marienbugs hinzuzufügen zu unserer coolen Gruppe. Muskeln zeigen. Das kannst du alles mal machen. Tiefgründige Unterhaltung. Alles gibt Punkte. Schön Punkte sammeln. Lernen im Freien. Ah, der Lehrer fordert die Schüler auf, draußen zu lernen, um ein bisschen Frischluft zu schnappen. Soll Mio draußen weiterlernen oder einfach mit seinen Freunden abhängen? Draußen spielen! Nachdem Mio eine halbe Stunde gelacht und Spaß mit seinen Freunden gehabt hat, fühlt er sich total erfrischt und bereit, wieder an die Arbeit zu gehen. Es ist, als würde er sogar sein Gehirn besser funktionieren, wenn er etwas ausgewogen ist. Können wir bitte alle zusammen sitzen? Einfach alle zusammen sich hier hinsetzen? Es sind noch nicht alle Sims da. Wieso kommt denn nicht? Kommen denn nicht alle? Hallo, Gruppenversammlung, da muss jeder da sein. Okay, muss nicht, aber... Naja, so können wir wenigstens im privaten Gruppenpunkte sammeln. Das geht ja auch recht schnell. Ich glaube, das ist so. Zumindest Sarah haben wir schon mal. Sehr gut. Dann können wir auch hier Komplimente machen und Komplimente über Outfit machen. Ah, da kommt ja auch schon Yuki an. Sehr gut. Es ist mir echt wichtig, dass wir Marvin und Maui wieder besser integrieren, weil auch ihre Tochter ja für die Zukunft ziemlich wichtig ist und so. Logikrätsel. Komm schon, Leute, alle zusammen sitzen hier. Gut, es wird getanzt, darüber sammelt man auch Punkte, das ist gut. Das ist ja auch unser Motto, es wird getanzt und wenn man tanzt, gibt es Punkte. Aber es wäre trotzdem recht, wenn sich alle mal zusammen hier hinsetzen würden. Ist doch auch genügend Platz für alle. Guck mal, perfekter Tisch. So, jetzt können wir jeden mit integrieren. Fitnesstechniken reden. Aww, unsere Clique. Und ich finde, Svenja gehört eigentlich auch inzwischen schon mit dazu. Ja, die waren zwar immer so die Nachbarn und teilweise kennen wir ihre Story noch nicht so, aber da ist jetzt auch mal so meine Frage an euch. Wenn das mit der Hochzeit rum ist und das sich auch mit Yuki und so weiter und so fort mal wieder so ein bisschen ergeben hat, weil da kommt ja auch noch storytechnisch, denke ich, ein bisschen was auf uns zu. Also gerade im Moment ist sie wieder so einigermaßen glücklich, aber das ist so diese trügerische Glück, was ich immer nenne ich gerne so. Dass wir uns ein bisschen um Svenja kümmern. Das ist ja so ein bisschen, was weiß ich nicht, über Grillkäse reden, auch nicht schlecht. So ein bisschen Gedanken dahingehend austauschen. Okay, gehen die jetzt wieder alle oder was los? Oder hier wird sich gewunken und... Bitte alle reden. Ich brauche Gruppenpunkte. Ich brauche ganz viele Gruppenpunkte. Da werden welche gesammelt, dadurch, dass getanzt wird. Das ist gut. Können wir nicht vielleicht... Nee, wir können das nicht ändern. Nur Yuki kann hier die Aktivitäten ändern. Wie viel brauchen wir denn da? 250. Okay, 250 brauchen wir schon mal. Das kriegen wir ja irgendwie hin. 250 kriege ich hin. Über Interessen reden. Das gibt Punkte. Über Farbtheorien reden. Das gibt Punkte. Tag verschönern. Das gibt Punkte. Und nebenbei tun wir unsere Freundschaftsbalken wieder ausbauen. Svenja kennen wir gar nicht, richtig, ne?
Fröhlich vorstellen. Muss sich Sven ja mal fröhlich vorstellen. Mika hält das Gespräch weiter am Laufen. Mit Jacob sind wir zum Beispiel überhaupt nicht mehr befreundet. Ich schieße ja explosiv, wir sind nicht mehr richtig eng befreundet. Wir kennen uns gar nicht, was soll denn das? Natürlich kenne ich dich. Mika, erinnerst du dich? Ja, natürlich erinnere ich mich an dich. Voll schön, ey, lass mal über Sachen reden, Köder und so. Lass uns sich einfach so ein bisschen jetzt hier noch kennenlernen. Dann können wir auch unsere Sozialfähigkeiten noch weiter ausbauen. Huch. Ich tanze mal hier hinten alleine, ne? Das ist mir egal. Sehr gut, dann können wir den allen mal Hallo sagen. Über besten Geiger reden. Hier, da. Der sitzt hier. So lustig. Über Grillkäse reden ist sowieso das Beste, was man machen kann. Wir müssen uns mit Svenja anfreunden. Das Kochen reden. Über Lieblingskünstler reden. Interessen reden. Kennenlernen. Und er muss sich auch mit Jacob und Svenja beiden anfreunden. Alter. Das ist ja furchtbar. So, wird sich schon unterhalten, während Sarah da hinten am Abdancen ist. Sie sieht so süß aus in ihren neuen Klamotten, oder? Ja, und nächste Woche hast du plötzlich ein erwachsenes Kind vor deiner Haustür. Naja, nicht ganz erwachsen, aber erwachsener. Das wird eine Umstellung. Es wird einiges sich umstellen müssen in nächster Zeit. Oh, ich freue mich so drauf, das wird so großartig. Oh, wenn die Hochzeit bald ist. Es ist schön, dass sich alle nochmal im Vorfeld auch treffen miteinander und nochmal darüber quatschen und so. Immer ein Heiraten morgens wird voll super. Ich freue mich so voll drauf. Das wird richtig spannend. Ey, sowas finde ich immer total cool und so. Ja, Richa auch. Was soll ich sagen? Ist für mich das erste Mal und hoffentlich das letzte. Ja, Mann, ich wünschte, wir hätten ein cooles Auto für die Hochzeit. Ja, ein cooles Auto wäre toll, aber sie haben die Autos immer noch nicht ins Spiel gepatcht. Unglaublich! So, mit allen quatschen, über Kunst reden, sie ist geek. Noch ein bisschen tratschen und so. Also wir haben ja den Balken zu Svenja auf jeden Fall gut ausgebaut. Ein bisschen über Geschicklichkeit noch reden. Ja, Mikesh muss noch ein bisschen an seinen Sozialskills arbeiten. Und guck mal, wir sind so kurz davor. Wir sind so kurz davor, Gruppenpunkte zu haben. Das ist großartig. Fest an der Geschichte ist immer gut. Köder, tratschen ist immer super in der Gruppe. Hör ich einfach nur zu. Yuki denkt sich so, ja, redet ihr mal. Gut, dann muss ich nicht über mich und meine Probleme reden. Hochzeit ist sowieso gerade für mich voll das Scheißthema. Ich bin eigentlich voll geschickt, wusstet ihr das? Ich repariere hier Sachen im Haus selber. Aber das ist aber interessant. So jemanden könnten wir auch gebrauchen. Ja, wir ziehen ja bald nach Windenburg. Vielleicht, ne, wenn ihr Hilfe braucht, Jacob sagt Bescheid. Wir können dann vorbeifahren, ist ja nicht weit weg. Immer voll gut und so, ne? Freue ich mich voll drüber. Okay, wir haben genügend Gruppenpunkte, um noch eine Zimmererweiterung dazu zu holen. Und wir holen uns hier unseren Marvin erstmal. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Wieso haben alle geklatscht? Was ist passiert? Irgendwas habe ich verpasst. So, du hältst mal weiter das Gespräch am Laufen. Schön über Kunst reden und so. Wieso haben wir alle Regenbogen über unseren Kopf? Na, das ist die Regenbogengruppe. Hier sind, also ich meine, das liegt halt daran, dass wir sind, also das ist halt, am Ende des Regenbogens ist ein Schatz. Verstehst du? Am Ende des Regenbogens ist die Freundschaft. Ein Schatz. Immer ist voll romantisch. Soll ich uns allen mal einen Kaffee machen? Ich habe auch gehört, ihr wollt bald umziehen. Ihr habt gesagt, ihr wollt bald umziehen. Ja, Mann, das habe ich auch gehört, Mann. So voll gut. Ariel zieht in Nähe von uns nach Windenburg. Das ist gut. Das ist nicht weit weg von Newcrest. Ah, schön. Dann sehen wir uns vielleicht wieder mal ein bisschen häufiger. Sarah ist da hinten immer noch alleine am Abdancen. Sammelst du fleißig Punkte für uns, weil du danst? Wo ist eigentlich Marvin jetzt abgeblieben? Den hatte ich doch eingeladen. Ich heiße Marvin. Da kommt er ja. Alles klar. Ich hoffe, er setzt sich dann auch zu uns. Können uns ja auch alle mal nach draußen setzen. Das ginge auch. Bei so einem schönen Wetter. Wäre ich dafür, dass alle zusammen sitzen. Da draußen. Alle sich nach draußen schön hinsetzen. Mikesh kann uns Kaffee machen. Setzt euch alle hin.
Alle hinsetzen. Ich mache uns mal eine Kaffee. Die Idee fand ich nämlich sehr gut. Soll Mio die Klassenkameradin Chloe zu sich einladen? Ja, warum nicht? Passt auch gut jetzt. Ach, schön. Ein bisschen hier raussetzen, quatschen. Oh, oh, das ist kaputt. Warte. Ersetzen. So. Okay, dann... Was? Kometnaf, Theodor kann das Wochenende genießen, da er zu den besten Landgrab-Grundschulschülern gehört. Vielleicht kann er trotzdem ein wenig Zeit opfern, um ein paar Zusatzaufgaben sammeln. Nein. Wir wollen das jetzt nicht übertreiben und so. Marvin, setz dich wieder hin. Marvin, setz dich hin. Sitz, Marvin. Mach Sitz. Mach Sitz, Marvin. Ich heiße Marvin und ich gehe rein. Marvin, komm jetzt her. Marvin. Marvin. Marvin, komm hierher. Die Mädels gehen dancen oder sowas wahrscheinlich. Wenn die Männer draußen sitzen und sich denken, jo, lass mal schnacken hier. Ja, hallo, Dad. Freunde mitgebracht. Die steht jetzt wahrscheinlich irgendwo da rum. Ah, jetzt kommt auch dazu. Okay, alles gut. Ein bisschen quatschen hier. Über Interessen reden. Einfach mal wieder ein bisschen Infos austauschen. Nach Tag fragen und so. Immer, wie läuft denn das jetzt bei dir und so? Ich habe gehört, du hast ein bisschen Stress in deinem Liebesleben und so. Ich kann dir Tipps geben, Mann. Ey, lass uns mal alle zusammen essen gehen. Männerabend und sowas. Dann können wir über dieses Thema mal reden. Weißt du, weil ich mache mir Sorgen um dich. Hast ja keine Sorgen machen. Ich bin momentan dabei, das zu regeln. Denke ich. Ich denke, ich kann das regeln. Ja, Mann, okay, gut, wenn du es regeln kannst, würde mich das freuen. Ja, Mann, du musst sowas doch immer unser Sonnenschein, der kleine Marienkäfer Marvin und so. Ja, das stimmt, aber ich bin halt sehr früh schon ausgezogen, versteht ihr? Ihr habt ein anderes Leben aufgebaut als ich. Ja, Mann, aber Toast ist doch jetzt auch ausgezogen und das klappt trotzdem bei ihm. Ja, ich stell mich dann mal daneben und gucke doof in meine Gaffibäschere. Ich schätze mich da hinten hin, während die da über Sachen reden, die mir total egal ansehen und am Arsch vorbeigehen. Ich würde ja noch ein bisschen weiter quatschen, einfach. Interessen reden. Damit einfach auch die Punkte in der Freundschaft wieder nach oben gehen. Er mag halt Marvin nicht so gerne. Er hat voll den Energieschub. Was ist los, wenn du pullern musst? Geh doch pullern. Erstens mal hast du jetzt die Geschirrspülmaschine kaputt gemacht. Und zweitens, wenn du aufs Klo musst, geh doch aufs Klo. Ja, hopp, 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 hopp. Und dann könnten wir ja Abendessen servieren. Oh, das, wir sollen nicht, das ist böse, ja? Was dürfen wir denn dann machen? Kochen ist böse, nicht kochen. Ist Grillen gut? Ist Grillen ist okay. Dann machen wir was Aufwendiges. Schaschlikspieße. Wobei, nee, das kann auch Thorsten machen. Grillen? Haben wir gar nicht. Doch, doch, Schaschlikspieße. Auf geht's. Können wir alle mal zum Essen einladen. Ah, schön, dass ich dich besuchen konnte. Oh. Kann es sein, ist sie ein bisschen angeturnt? Nee, eigentlich alles völlig in Ordnung. Zuspruch geben. Vielleicht hat sie ja doch noch irgendwie Gefühle für Akito und wir können das mal rauskitzeln, so ein paar Infos raussammeln oder so. Hat sie das mal gekocht? Hier ist sie tatsächlich kokett drauf. Ich kann mir ja mal nachfragen. Also mal, wie sieht denn das jetzt aus mit dir und Akito? Was? Ach so, du meinst, ach ja, unseren kleinen Japaner. Naja, ich weiß ja nicht so richtig. Alter, sitzen bleiben, stehen bleiben, was auch immer. Dann esse ich halt einfach meine Kartoffel hier drüben weiter oder so. Oder setze mich da. Hallo, hallo Leute. Okay, wird sie was zu essen gemacht? Da drin wird weiter gedanced. Unsere Gruppenpunkte schnellen in die Höhe. Was ist dann passiert, dass das so krass abgeht? Nice. Ja. Ah, nee, jetzt sind sie wieder noch... Wieso waren die Gruppen... Ach so, nee, hier die Gruppenpunkte sind so hoch. Alter, was haben die gemacht, dass ihre Gruppenpunkte so hoch sind? Wobei, denen geht's hier auch ganz gut. Können wir alle zum Essen rufen? Zusammen mein Gericht nehmen. Auf geht's. Ich denke mal, das ist doch ganz gut so. Geigen ist übrigens verboten. Mika darf hier nicht Geige spielen. Ah, der muss auch aufs Klo. Wenn du so dringend aufs Klo musst, kannst du doch mit den Sachen aufs Klo gehen. Doch bis jetzt eigentlich immer geklappt, Essen und Dings gleichzeitig.
Okay, die Teenager tauschen sich hier über Gedichte aus und sowas. Alter, wir haben eine richtige Gartenparty am Laufen. Wo ist hier die Musik? Wo ist hier Musik? Da haben wir eine richtige Gartenparty am Stissel. Und dann gibt es hier keine geile Mucke. Ich glaube, es hakt. Was hier? Achso, das sind die ganzen alten Sachen, die noch hier drin sind. Ja, aber das ist doch... uralter Krempel. Mucke, Mucke, Mucke. Nehmen wir eine coole Anlage. Kommen wir eine richtig coole Anlage hin. Und Tanzfläche können wir auch noch aufstellen. Hier, das muss auch unter Aktivitäten fallen. Genau. Hier diese... Nee, die kleine, die ist zu klein. Das ist auch eine Funky Beat-Tanzfläche. Die ginge doch hier. Die geht doch voll klar. Die sieht doch dann auch noch richtig cool aus. Oh, und dann kann man bis unten in die Toiletten gucken. So war das nicht geplant. Was gibt's denn hier noch für verschiedene... Alter, das ist ja geil. Aber so passt es ja am besten rein, oder? So vielleicht. Und jetzt einschalten. Und zwar Backyard. Und jetzt wieder Lautstärke hoch. Alter, das wird eine richtige Gartenparty, ohne es zu merken. Und es sind so viele Leute da, das ist cool. Und das der Abend vor der Hochzeit. Das ist quasi unser Junggesellenabschied. Ja, ich weiß, ihr hattet ja gesagt, oh, das wäre so cool, Honey, Junggesellenabschied und sowas. Das kannst du denn ja richtig machen, das wäre voll cool und das würden wir gerne sehen. Aber ich finde sowas mit Freunden halt viel schöner. Also wenn ich jetzt heiraten würde, würde ich auch vorher den Tag mit Freunden feiern. Erstens, damit ich an den nächsten Tag nicht denke oder so. Sollte man aufgeregt sein, wenn man heiratet. Ich meine, es ändert sich nicht wirklich irgendwas, außer der Nachname. Und das auch nicht unbedingt mit muss. Dass man dann halt mit Freunden vorher feiert. Und ich finde das eigentlich hier richtig gelungen und richtig schön so. Fehlt halt, unsere Maui fehlt halt noch. Aber das kriegen wir auch noch hin. Mit den Gruppenpunkten. Okay, dann würde ich sagen, war es das erste Mal. Let's Play The Sims 4, Zeit für Freunde. Am nächsten Tag ist der große Tag. Ich bin ja sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich werde jetzt das Gameplay versuchen. Ich werde mal gucken, was dann Chaos durchkommt und so. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, wir singen.